Olli, sag mal, wolltest du heute Abend nicht arbeiten? Doch, später. Keine Panik, ich werde euch schon nicht stören. Andi ist auch nicht da. Das heißt, wir sind mit Frau Fischer heute Abend allein und das finde ich auch besser so. Das ist Olli, er wohnt auch hier. Hi. Katharina, eine Freundin. Ich soll dir von Christian ausrichten, dass der Tierarzt morgen ins Gestüt kommt wegen diesem Kalkalypso. Kalpesipera. Oder so. Gebt ihr den Pferden die Namen? Danke. Okay, ich bin da mal weg. Kann spät werden. Ciao. Tschüss. Ciao. Na, Olli, denkst du an den Tisch morgen für Dana und ihre Eltern? Schon reserviert. Ciao. Ciao. Okay, wollte mal wieder überhaupt nicht in seine Box zurück. Dieses Pferd macht mich noch Wahnsinn. Aber er ist in Topform. Ja, im Gegensatz zu mir. Ich brauche mal wieder eine Pause. Ich wollte auch gerade Pause machen. Vielleicht können wir ja noch mal in Ruhe sprechen. Ich würde sagen, es ist alles gesagt, ne? Dana, bitte. Ich kann ja noch mal mit Katharina reden. Willst du nicht lieber auf das Gutachten deines Fachmannes warten? Ich meine, vielleicht ist Katharina die Mühen ja gar nicht wert. So kommen wir nicht weiter. Ja, weil du dich immer noch gegen die Idee mit der Leihmutterschaft stellst. Weißt du was? Ich habe das Gefühl, du willst es gar nicht. So, jetzt entschuldige mich bitte. Ich will frische Luft. Klingt übel. Jupp. Yep. Aber was ist bitte falsch daran, wenn ich über die biologische Mutter unseres Kindes genau Bescheid wissen will? Kommt drauf an, wie genau. Meine Güte, so genau wie ein Privatdetektiv das eben rausfinden kann. Chef, bei allem Respekt, aber ist das nicht vielleicht ein bisschen drüber? Normalerweise bin ich gar nicht so, aber bei der Sache gehe ich kein Risiko ein. Naja, es geht ja auch um eine Menge Kohle. Das Geld ist mir doch egal. Es geht um unser Kind. Soll ich noch mal mit Dana reden? Hat sie vergessen. Er hat sich schon so auf Katharina eingeschossen, dass sie sämtliche rationalen Argumente ablockt. Ich habe einfach das Gefühl, dass Katharina die Richtige ist. Also ich kann Hagen gut verstehen. Ihr kennt diese Katharina doch kaum. Was ist denn, wenn es so eine durchgeknallte Alte ist, die euch am Ende das Kind klauen will? Quatsch. So, es gibt eine Menge Horrorfilme zu dem Thema. Also, ich würde auch alles über meine Leihmutti wissen wollen. Aber nicht, indem du ihrem Privatdetektiv auf den Hals hetzt. Tja, und was ist, wenn sie auf einmal das Doppelte für euer Kind verlangt? Da versucht man sich eine Leihmutter, der man vertrauen kann. Ja, und das macht ihr gerade. Wo ist das Problem? Wenn wir schon auf halblegale Weise ein Kind bekommen, dann müssen wir doch wenigstens vorsichtig sein. Aber du willst schon, dass es klappt. Wie meinst du das? Naja, Hagen, es klingt ein bisschen so, als wolltest du insgeheim, dass aus dieser ganzen Sache gar nichts wird. Hagen war von Anfang an gegen eine Leihmutter. Mit diesen ganzen Vorsichtsmaßnahmen will er doch nur Zeit schinden, bis Katharina abspringt. Das glaube ich nicht. Hagen wünscht sich genauso sehr ein Kind wie du. Das dachte ich bisher auch. Okay, also das ging ja jetzt echt schnell. Also, wir hätten gern, dass du unser Kind austrägst. Also nur, wenn du das noch willst. Klar, ihr seid meine erste Wahl. Und ihr seid euch wirklich sicher. Absolut. Gut. Also es wäre ein bisschen blöd, wenn ich dem anderen Paar jetzt absage und ihr es euch dann doch nochmal anders überlegt. Wir machen keinen Rückzug. Und ihr könnt euch auch auf mich verlassen. Versprochen. Okay. Das macht mich so glücklich.